Zum Wiesenauftakt sieht es richtig super aus. Also an den Nachmittagen strahlender Sonnenschein, auch am Vormittag. Da kann es aber hier und da noch ein bisschen Nebel oder örtlich Hochnebel auch geben, aber das löst sich dann schnell auf. Morgens ist es noch einigermaßen frisch, so 10, 12 Grad, in der Innenstadt vielleicht auch ein Ticken wärmer. Und dann zum Nachmittag 20, 22 Grad kriegen wir auf jeden Fall. In den Festzelten natürlich noch viel heißer, da brodelt es dann förmlich. Und das ist eben so Samstag, Sonntag. Also Samstag ist ja Ozopfdies, der Anstich sozusagen. Und der Montag ist noch ein Übergangstag. Der ist auch noch lange Zeit okay, aber es zieht schon so langsam zu. Und dann wird es eben doch wechselhafter. Ab Montagabend spätestens ziehen dann Regen, Schauer, Gewitter eventuell rein. Und es zieht sich dann durch die ganze nächste Woche. Es wird eben unbeständiger, windiger zum Teil. Kein Dauerregen. Zwischendurch kommt auch mal die Sonne raus. Kann auch mal ein paar schöne Stunden geben. Aber insgesamt ist es dann eben wechselhafter. Und die Temperaturen sinken unter 20 Grad.